Jasmin und Leo, der Profi, sind in Position. Arayon ist eingerückt, Vicomte Vert ebenfalls. Jetzt warten wir noch auf Fly First. Dann sind gleich alle unter Order. Das ist jetzt der Fall. Boxen auf zum dritten Rennen, dem ETL European Texant Law Prize an der 1400 Meter Marke. Tasmim gleich an der Spitze auszumachen, vor Leo der Profi in zweiter Position, dann Swift Return vor dem aufrückenden Narayon außen, dann Vicomte Vert und Fly First, die beiden Favoriten des Rennens am Ende des dicht geschlossenen Feldes. Tasmim zeigt den Weg. Narayon ist jetzt in der zweiten Position auszumachen. Da hat er dann Swift Return vor der Innenseite Leo der Profi, dann Vicomte Vert und Fly First am Ende des Feldes. So sind die Kandidaten bereits im Schlussbogen. Narayon übernimmt jetzt die Initiative von Tasmim im Scheitelpunkt des Bogens in dritter Position. Swift Return. Dahinter sieht man dann Vicomte Vert mit Leo der Profi und Fly First weiter am Ende des Feldes. Es geht um den letzten Knick. 600 Meter sind noch zurückzulegen. Innen Tasmim, der Schimmel, und an der Außenseite daneben galoppiert Narayon und der Eddie Petrosa. Tasmim mit Philipp Minerik und Eddie Petrosa an der Außenseite mit Narayon. Dahinter dann Swift Return. Dahinter dann Leo, der Profi, noch in guter Haltung. Und an der Außenseite, da kommt jetzt auch Fly First angeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Fly First wird jetzt stärker in den Edlinger Farben. Fly First mit Swift Return und ganz an der Innenseite Tasmim und auch Vicomte Vert hat jetzt freie Bahn. Aber Fly First ist vorne. Fly First mit dem Kommando. Dahinter versucht jetzt Leo, der Profi, der kommt durch. Leo, der Profi wird stärker an der Spitze, aber Fly First mit Leo, der Profi, und an der Außenseite Vicomte Vert. Aber es müsste hier ganz knapp Fly First nach Hause gekommen sein, wurde aber umrahmt von innen Leo, der Profi, und außen Vicomte Vert. Der Richter wird aber das Foto gleich auflösen können, da dann Swift Return vor Tasmim und Narayon.